Belly beichtet Gina brühwarm, was Silvio so alles erzählt hat. Silvio hat so in der Runde gesagt, ja, die Gina kam am ersten Abend. Sie hat gefragt, kommst du in mein Zimmer schlafen? Er hat es abgelehnt. Am nächsten Tag kamst du und sagte, jetzt gehen wir zusammen duschen. Er hat wieder abgelehnt, weil er ja die Nara wollte. Es ging eigentlich nicht um dich, aber... Ich bin sofort hoch, als ich das von der Belly gehört habe. Dass er hinter meinem Rücken über mich redet, das geht für mich gar nicht. Ich kann sowas nicht runterschlucken, will ich auch gar nicht. Ich bin richtig angepisst. Wow. Was erzählst du für eine Scheiße über mich? Was? Ich hätte zu dir gesagt, ich hätte gewollt, dass du in meinem Zimmer schläfst. Du hättest ich hätte gewollt, dass ich mit dir duschen gehe. Ich hatte erklärt. Nee, ich brauch dich auch hier für Erklärungen, Nara. Ah, okay. Mit ihr, wir haben gesprochen. Und ich habe gesagt, okay, wir probieren es miteinander. Und du hast doch mich am Anfang, wo ich reingekommen bin, hast auch gesagt, du könntest auch hier schlafen. Ein Platz frei oder halt oben bei mir. So, du kannst dir halt überlegen, ne, ob du unten oder oben schlafen willst bei mir. Also wollt ihr zusammen oben pennen? Die Schlafsituation haben wir noch nicht geklärt. Aha. Und ich habe das als Erklärung genommen, dass ich nichts gemacht habe mit dir. So quasi, hey, ich habe das nicht gemacht. Oder war doch mal diese Situation und dann so, hey, sollen wir duschen gehen? Hast du doch gefragt, nicht so, nein. Du gehst aber jetzt nicht duschen, ne? Doch, safe. Ich wollte auch duschen, aber weiß ich nicht. Du kannst auch mit mir oben duschen. Ja, du kannst in dem Raum duschen. Und das habe ich gesagt. Ist mir doch egal, alle können duschen. Dann nutzt das doch nicht bei Danilo als Vorwand, von wegen, ich würde was von dir wollen. Mich persönlich hat aufgeregt, dass er hinter meinem Rücken über mich redet und dass er das bei Danilo macht, weil ich verstehe mich super mit Danilo und möchte nicht, dass da durch irgendwelche Gerüchte schlechte Stimmung herrscht oder er sich denkt, okay, die Gina, die hat sich ja jetzt hier schon den ein oder anderen Typ klar gemacht. Ich habe die Wahrheit erzählt und das weiß sie selber. Sie weiß es selber. Ey, dass ich das von anderen Leuten höre, ja? Hammerhart, ja? Ich bin ein paar Stunden nicht in dieser scheiß Villa und du redest dir direkt so über mich? Was soll die Scheiße? Boah, ich wollte nicht einen Moment was von dir, Mann. Checkst du das nicht? Nee. Ich will nicht, dass du neben mir in meinem Bett schläfst oder geschweige denn, dass du mit mir duschen gehst. Okay? Ich bin keine die hier mit jedem irgendwo ins Bett geht oder mit dir duschen gehen will. Ich hab über Nara geredet. Ich bin ein paar Stunden nicht hier und so eine Scheiße kommt direkt von dir? Nimm mich nicht als Ausrede, als Vorwand. Also ich habe heute das erste Mal Ginas Temperament zu spüren bekommen. Ich wollte nicht einen Moment was von dir. Das war nur höflich gemeint, mit ganz duschen gehen oder du kannst hier pennen, wie auch immer. Klar, ich verstehe, dass sie sich aufgeregt hat, sehr, verstehe ich. Aber selbst wenn Gina dem Silvio angeboten hätte, bei ihr zu schlafen, das war vor, weiß nicht, 4, 5 Tagen, da war ich ja noch nicht mal da. Also es wird mich überhaupt nicht interessieren. Wer ist zu dir gekommen? Nein, ist egal. Ich höre das von anderen. Ich bin ja hier, oder? Ja, aber dir kann ich nicht glauben. Sorry. Dir glaube ich nicht. Dann frag Nara. Okay? Was, Nara, was habe ich jetzt damit zu tun? Wer hatte mich Zieh gefragt? Zieh mich da nicht rein. Nein, mich aber nicht ich brauche dich kurz, als dass du weißt, was ich meine. Ich habe gesagt, ja, das habe ich natürlich gesagt. Ich finde es gut, dass du nicht gegangen bist. Punkt. Und fertig. Es fuckt mich ab. Die ganze Situation ist komplett eskaliert und ich versuche das mitzuspielen. Aber langsam muss ich wirklich sagen, ich habe die Schnauze voll.